Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Minecraft. So, wir stehen hier neben dem Bett, weil ich nämlich gerade ins Bett gegangen bin, um den Tag zu beenden, die Nacht zu überbrücken und jetzt am nächsten Tag geht's gleich weiter. Wieder raus in die... Moment mal, ich wollte doch ein Bett mitnehmen. Ja, richtig, genau. Bevor ich dahin gehe, ich habe ja keins hier. Ist mir gerade noch eingefallen und habe dann beschlossen, dass ich das machen will. Ich will da ein Bett reinstellen. Eines steht ja noch irgendwo im Bahnhof, da lassen wir das einfach so. Ich werde mir einfach... Da sind Kisten, Betten... So. Oh, da ist alles voll hier. So. Bisschen Platz gemacht. Hier zwei Betten mitnehmen. Und am besten auch mal... ein paar Kisten. So. Ah, das eine Bett... Moment mal. Ja, so. Das eine Bett soll ja sowieso standardmäßig da rein. Okay, so. Jetzt wieder zurück zum Bauernhaus. Welches finde ich hier am was? Und ich muss die Musik ein bisschen leise machen. So. Hier geht's lang. Oh, ich freue mich jetzt schon wieder drauf. Da draußen bei schönem Wetter. Oh, da sieht man das ja schon. Ist ja gar nicht mal so weit weg. Ja, aber das wird man dann hoffentlich bald nicht mehr sehen, weil eben hier alles voller Wald steht. So, das eine Bett stelle ich jetzt einfach mal so hier in die Ecke hin. Ja, und dann machen wir hier weiter. Haben wir denn hier... Ja, doch, haben wir hier. So. Aha. Das wird durch die Tür dann unterbrochen. Ja, das habe ich doch da hinten ganz gut hingekriegt. Ja, genau. Aber hier noch nicht. Dann wurde es wohl dunkel. Ja, dann müssen wir das hier wegmachen. So, und dann... Ja. Genau. So stelle ich mir das vor. Und dann müssen wir das aber auch hier machen. Ja, okay. Jetzt mache ich das mal hier erstmal. So, den Balken dahin. Und dann muss der wieder weg. Und dann so. Ja, doch, genau. So passt das doch. Kann auch das hier mal so machen. So, die Eiche da, die wird wahrscheinlich nie wachsen. Macht nichts, machen wir dann weg und pflanzen sich woanders an. So, dann haben wir hier drüber, das wird dann kürzer wieder. So, und das wäre dann schon mal hier die... Die Front hier, ja, ist doch recht groß geworden, die Hütte, aber das macht nichts. Ja. Das kann weg. So, jetzt hätten wir das schon mal. Jetzt muss ich hier wieder irgendwie aufs Dach drauf. Dazu brauche ich mal ein bisschen Erde, damit ich da hochkomme. So. Und die Erde kann... Na, oder? Doch, die soll weg. So, ich mache... Nein, ich wollte eigentlich da eine hinmachen, um hier dann mit dem Holz weiterzumachen. Denn hier kommt jetzt das Dach hin. Nein, nicht so. Und das da vorne kann... Na... Weil ich runter. Das da vorne kann weg. Also die, das Holz hier. Die Erde. So. Ja, okay. Das, ich brauche ja mehr Erde. Nee, ich kann ja... Moment mal, ich kann... Ja, doch. Ich mache das hier auch so. Noch zwei. Und da kommt das dann hier so hin. Ja, okay. Ich muss eben doch mit Erde arbeiten dann zwischendurch. Ja, jetzt falle ich wieder runter. So, dann kann ich aber die Erde jetzt hier wegmachen und hier und da was hinmachen. Und dann erledigen wir das da hinten auch noch. Hier, da wächst schon wieder alles zu hier. Ja, sehr gut. So, zack. Wie sieht das jetzt hier aus? Ja, genau, da muss dann auch noch was hin. Ja, und dann kann ich die nächste Erde drauf machen. Ah, nee, ich muss ja da hin machen. So und so. Und das... Wischen. Stehe ich mir am Weg, okay.
dazwischen auch schon gleich wieder Holz machen. So. Und noch eine davor, das passt so. Damit kann das Holz wieder weg. Und da nach hinten verlängern. So, und das gleiche machen wir auch hier wieder. Na. Ja gut, passt. Ah, wie mich das nervt, dass mich jedes Mal wieder die Sonne blendet. Immer wenn ich in den Himmel schaue. Ich muss ein bisschen korrekter spielen jetzt, also die Bewegungen. So, ich muss jetzt nicht hier mit Übereifer ans Werk gehen. Das Ding hier wird schon fertig. So, und eins da drüber. Oh ja, da kann ich ja so schon mal zumachen. Oh, das auch hier. Oh, nein. So, und dann hier. Muss ich nur weit genug weg sein. So und so. Das passt auf jeden Fall schon mal von der Seite hier. Oh ja, da muss ich erstmal die Erde weg. So, diese und diese. Oh, jetzt habe ich das in der Mitte vergessen. Hm, das macht nichts, dann mache ich das von unten. Hier ist ja auch noch was. Natürlich blendet mich die Sonne wieder. Dann versuche ich das mal von da aus. So, haben wir das hier zu. Dann kann mal die Erde hier weg. Und Fenster müssen natürlich auch noch rein. Oh, aber da oben könnte man ja einfach tatsächlich komplett offen lassen, damit da irgendwie Luft rein kann, Rauch rausziehen kann. Das finde ich gut. So, Tür mal zu. Ja, ich will aber gerne noch... Was ist das denn hier? Da ist ein Baum reingewachsen. Okay. Das Dumme ist nur, wie kriege ich den jetzt weg? So, den, also so dicht brauchen die hier nicht zu stehen. Aber das Laub, das wird jetzt auch nicht zerfallen, oder? Weil es ja an so einem Holz dran ist. Aber ich will um die Hütte herum sowieso andere Bäume machen. So, jetzt mal schauen, aber wahrscheinlich bleibt das so. Dann mache ich jetzt den auch gleich mal weg, nicht, dass der auch noch wächst. Und essen kann ich auch was. Nee, eigentlich zerfällt das hier nicht. Da wäre jetzt eine Schere. Recht. Aber ich kann mich mir aber beschränken darauf, dass ich das da hinten wegmache. Denn dann hat das andere Laub ja keinen Kontakt mehr zum Holz und müsste eigentlich dann von alleine zerfallen. So, und das da oben auch noch. Ja, das sollte so genügen. Ja, das passt. Schauen wir mal, was geschieht. Ja, jetzt will ich gerne noch Fenster drin haben. Achso, das drin ist ja auch noch. Das muss auf jeden Fall noch so von Hand weg. So, machen wir die Tür zu. Ja, hier. Und da könnten wir mal ein Fenster reinmachen. Aber das will ich gerne auch... Ja, nee, dann mache ich das auch konsequenterweise aus. Aus Dingsbumsholz. Hier Eichenholz. So, Stöckchen und... da muss ich die Stöckchen doch... Nee, die müssen in die Mitte. Und die Planken oder Bretter eben außerhalb. So, ja, genau. Und das könnten wir da oben auch machen, zwar noch ein bisschen in größer. Und ganz oben lassen wir tatsächlich dann so eine Lücke. Oder da setzen wir Spinnenweben rein. Das wäre auch eine nette Idee. Machen wir das gleiche auch hier. Habe ich eigentlich jetzt schon eine neue Axt? Nee, das ist immer noch die ich da mal hatte. Ich finde das eigentlich ganz okay, wenn die Rückwand so bleibt, wie sie jetzt ist.
So, also nur da oben das Fenster und sonst keins. Aber hier an der Seite will ich was haben. Wie wär's denn mit sowas? Ja, so ein großes. Oder zwei kleine. Ach so, jetzt muss ich. Ah ja, okay. So, sowas wieder dazwischen setzen. Ja, doch, das finde ich eigentlich ganz okay so. Und der hier. Und es wird Nacht. Dann kann ich mich ja gleich hinlegen. Ich kann mich jetzt schon hinlegen. Und schnell noch ein paar Schlucke Tee trinken. So, das hätten wir schon mal. Ach, das ist doch ganz schön geräumig hier. Ach Mensch, was ist das denn wieder? Hier, da haben wir Kisten. Ich will mal ein paar Kisten hinstellen. Und zwar einfach mal so hier. Ja, gut, neben das Bett. Und da passt so nichts mehr hin. Okay, gut. Dann kann ich aber da ein paar Werkbänke hinstellen. Ah, wohin damit? So, wo habe ich jetzt die Werkbänke? Hier. So, haben wir da zwei Werkbänke. Aber das Bett hier, das sieht ein bisschen komisch aus hier. Ja, so ein bisschen so eingeklemmt. Na, ich habe eine Idee, ich mache das doch ein bisschen asymmetrisch. Ich mache hier das Fenster größer. So, und dafür mache ich es da weg. Und dann kann das Bett da hinten stehen bleiben. Ja, genau so. Obwohl das auch doof aussieht. So, eine Kiste weg. Ich könnte aber das... Oh ja, das probiere ich mal aus. Das Bett 1 nach vorne rücken. Und dann aber aus anderem Holz. Okay, wir machen das so. Wenn ich jetzt hier so verschiedene Materialien brauche, dann werden wir einfach mal hier Fichte und Tropenholz. Dann werden wir mal hier was anbauen hier. So. Das wäre mal was eines. Das eine. Ja, das ist hier alles weg. Okay, gut. Da ist noch ein Setzling. Machen wir da was hin. Das Gras mal zur Sicherheit wieder weg. Ja, nicht zu dicht. So. Okay, dann Tropenholzbaum. Machen wir dann hier mal hin. Da einen. So, da und da. Das weg. Oh ja, da ist noch der Sand. Der sollte ja auch weg. Das kann ich gleich mal machen. Und ich höre da Lava gluckern, aber jetzt machen wir erstmal den Sand weg. Ach, und ich wollte ja auch noch einen Weg hier hin machen. Genau, richtig. Ja, das machen wir auch noch. Am besten, bevor wir die Bäume pflanzen. Ja, aber es ist sinnvoll, erstmal die Hütte zu machen, weil ja der Weg zur Hütte führen soll. So, okay. Dann können da erstmal ein paar Bäume wachsen jetzt hier, so. Ja, dann machen wir mal den Weg von der Hütte dann irgendwie bis dahin. Ja, genau. Und vor der Hütte so ein bisschen Platz machen, das wäre eigentlich auch nicht verkehrt. Ja. Dann brauchen wir aber, wie heißt das? Nicht Potzol, sondern grobe Erde. Genau, grobe Erde will ich. Aus grober Erde will ich das gerne machen. Ja, am besten gleich, oder? Ja, da habe ich ja noch kein Holz. Ja, genau. Okay, gut. Ah, ich werde mir aber mal einen Wegpunkt setzen. Das ist doch sinnvoll. Und am besten hier in die Hütte. Die Tür, ja, auf oder zu ist egal. So, also einen Wegpunkt. Hinzufügen, das heißt... Ne, einer genügt. Holz. Feller. Hütte. So, dann machen wir auch da wieder eins...
höher. So, bestätigen. Jetzt ist die natürlich ganz unten wieder. Deaktivieren. Aber ich will jetzt ins Lager, wollte ich doch, oder? Um hier Dingsbums-Erde zu holen. Grobe Erde. Und ich glaube, ich kann da ein bisschen was rausschmeißen. Das da hier zum Beispiel, das Zeugsel auch, die Äpfel auch mal. Ja, die ganzen Setzlinge behalte ich natürlich noch. Ja, okay, gut. Lass ich mal. So, wo haben wir grobe Erde? Hier haben wir grobe Erde. Gut, dürfte genügen. Zurück. Zur Holzfällette. Und dann werden wir erstmal hier vor der Hütte. Oh, aber das da unten, das hätte ich gerne anders. Komm, dann machen wir ja Stein hin. Da geht die Tür natürlich weg, ja, ist klar. Bruchstein. Ja, doch, wir nehmen den Bruchstein. Haben wir gerade da. So, dann machen wir die Tür wieder hin. Aber von innen muss das ja, genau. So. Und dann hätte ich gerne hier vor der Hütte ein bisschen was. Da machen wir, ich glaube, ich mache den ganzen Platz hier vor der Hütte her. So.